In einem natürlichen Garten, wo das biologische Gleichgewicht stimmt, gibt es ja nicht nur Nützlinge, da gibt es ja auch die Schädlinge. Und die wollen wir ja nicht unbedingt drinnen haben. Denken Sie nur an den Pflaumenwickler. Wollen Sie in jeder Zwetschge einen Wurm haben, das ist ja nicht gut. Und früher haben wir das Ganze mit Gift bekämpft. Das wollen wir heute auch nicht. Wir wollen ja gesund leben und wir wollen ja auch die Natur nicht zerstören, weil das Gift hat ja dann meistens alles umgebracht, was da in dem Garten herumgekrochen ist. Und da gibt es jetzt ganz was Einfaches und Einmaliges. Wissen Sie, was Pheromone sind? Pheromone sind Sexuallockstoffe, die speziell entwickelt wurden und speziell diesen Schädling in die Falle locken. Und wie das genau geht, das zeigen wir Ihnen jetzt. Der Deckel lässt sich ganz einfach abschrauben und drin gibt es eine Schnur, damit man die Falle an einen Baum aufhängen kann. Die Pheromone gibt es in Kapseln als Pulver oder als Gel. Wir benutzen heute einmal den Lockstoff für Schnecken. Das Pheromon ist in dem orangefarbenen Gel enthalten und das geben wir jetzt in den grünen Behälter. Der wird bis zur Markierung mit Wasser befüllt, kurz umrühren und dann kommt der Deckel drauf. In 8 Meter Umkreis werden die Schädlinge jetzt angelockt. Bei den Schnecken ist ein bisschen weniger. Und das Ganze gibt es jetzt, ich habe mir das gar nicht gemerkt, so viele Möglichkeiten gibt es schon. Und zwar gibt es für Schnecken, für Kirschenfruchtfliege Buchsbaumzünsler. Dann können wir ähnlich wieder einmal einen Buchs setzen und ohne Chemie kriegen wir den Zünsler in den Griff. Dann gibt es den Pflaumenwickler, den Apfelwickler. Und dann gibt es noch gegen die Thujenminiermotte und die Kastanienminiermotte. Und dann gibt es das Gleiche auch noch gegen Wespen und Fliegen. Und Sie werden nicht glauben, Bienen gehen da nicht rein, weil da ist ein bisschen Essig drinnen und Bienen wollen keinen Essig. Ja, also so einfach ist es jetzt, wenn Sie Ihren Garten sozusagen von Schädlingen befreien wollen. Und das Ganze ist absolut biologisch und natürlich.